Möchtest du wissen, wie du Versicherungen von der Steuer absetzen kannst? Wenn ja, dann schau dieses Video bis zum Ende an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und in diesem Video haben wir ein relativ komplexes Thema vor uns. Versicherungen und Steuerrecht in einem Video vereint, da haben wir die beiden spannendsten Themen, die man sich nur vorstellen kann, in einem Video. Schön, dass du trotzdem dabei bist und an dieser Stelle nochmal ein Hinweis, auch gerade für die Leute, die vielleicht aus dem Bereich Steuerberatung kommen, wenn du vielleicht Steuerberater oder Steuerberaterin bist, ich weiß, dass ich hier in diesem Video stark vereinfache. Es geht mir wirklich nur darum, ganz grob euch oder dir einen Überblick darüber zu geben, wie man Versicherungen steuerlich absetzen kann. Und da unterscheide ich vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist Versicherungen als Betriebsausgabe. Das heißt, deine Versicherung könnte eine Betriebsausgabe sein, das heißt im Rahmen deines Unternehmens stattfinden. Und dann gibt es die sogenannten sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Sonstige Vorsorgeaufwendungen sind Teile der Sonderausgaben in der Einkommensteuererklärung. Dann gibt es als dritte Möglichkeit Altersvorsorgeaufwendungen. Das sind auch Sonderausgaben in deiner persönlichen Einkommensteuererklärung. Das heißt, Betriebsausgabe, sonstige Vorsorgeaufwendungen, Altersvorsorgeaufwendungen. Oder die vierte Möglichkeit sind Versicherungen, die du steuerlich gar nicht absetzen kannst. Wenn du nicht genau weißt, was eigentlich Sonderausgaben sind und was eigentlich der Unterschied zwischen Sonderausgaben und Betriebsausgaben sind und es gibt auch noch so außergewöhnliche Belastungen, dann schau dir zuerst bitte einmal dieses Video, was ich dir oben rechts verlinke, einmal an. Da gehe ich nämlich genau einmal darauf ein, was eigentlich Betriebsausgaben, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen sind und wo die Unterschiede liegen. In diesem Video geht es ganz speziell um die Versicherungen und wie du die als Betriebsausgabe und Sonderausgabe absetzen kannst. Diese vier Möglichkeiten schauen wir uns einmal Schritt für Schritt genauer an. Und wir fangen an mit den Betriebsausgaben. Betriebsausgaben sind die Kosten, die du in der laufenden Buchhaltung schon berücksichtigen kannst. Wenn du eine Versicherung hast, die du quasi im Rahmen deiner Selbstständigkeit, im Rahmen deines Unternehmens brauchst, um irgendwie Geschäftseinnahmen zu haben, dann kannst du die auch vollkommen ohne Limit berücksichtigen. Das heißt, du kannst theoretisch Hunderttausende, Millionen Euro an Versicherungskosten haben und kannst die ganz normal in der Buchhaltung berücksichtigen. Das sind üblicherweise zum Beispiel so eine Betriebshaftpflichtversicherung. Zweitens sind das Versicherungen, die eben Vermögen absichern. Das heißt, Schäden, die du im Rahmen deiner Selbstständigkeit verursachen kannst und die absichern. Das ist aber auch Versicherungen, Kaskoversicherungen und Kfz-Haftpflichtversicherungen für deinen Firmenwagen. Auch die kannst du voll in der Buchhaltung berücksichtigen. Sind aber auch für Geschäftsreisen, beispielsweise Reiserücktrittsversicherungen. Aber auch wenn du zu Hause beispielsweise ein Homeoffice hast, dann hast du ja einen gewissen Anteil deiner Miete, die du als Geschäftsausgabe auch absetzen kannst. Und das gilt beispielsweise auch für die Hausratversicherung. Wenn du beispielsweise eine Wohnung hast mit 100 Quadratmetern und 25% entfallen darauf auf deinen Homeoffice-Platz, dann kannst du auch 25% deiner Hausratversicherung als Geschäftsausgabe absetzen. Der zweite Topf und die zweite Art, Versicherungen steuerlich geltend zu machen, sind die sogenannten sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Sonstige Vorsorgeaufwendungen sind ein Teil der Sonderausgaben in der persönlichen Einkommensteuererklärung. Das heißt, diese Unterlagen und diese Nachweise, die musst du einmal im Jahr zusammensammeln, wenn es darum geht, die Einkommensteuererklärung zu machen. Und diese sonstigen Vorsorgeaufwendungen, manchmal klingt das Wort sonstige so ein bisschen wie so ein Sammelposten. Das heißt, ja, alle anderen Versicherungen. Das ist hier nicht gemeint. Das ist in den meisten Fällen so, wenn das im Steuergesetz Sonstiges steht, ist es trotzdem sehr, sehr genau definiert, was da drunter fällt und was nicht. Das heißt, du kannst nicht alle Versicherungen absetzen, nicht alles ist Sonstiges, sondern es gibt eine genaue Liste. Und diese sonstigen Vorsorgeaufwendungen kannst du absetzen bis zu einer Höhe von 2.800 Euro pro Jahr. Das gilt übrigens nur, wenn du selbstständig bist. Wenn du angestellt bist, liegt die Grenze bei 1.900 Euro pro Jahr. Und an dieser Stelle auch ganz wichtig, wie fast immer in der Einkommensteuererklärung, wenn du verheiratet bist, verdoppelt sich der Betrag noch einmal. Jetzt fragst du dich mit Sicherheit, welche Versicherungsbeiträge fallen eigentlich unter die sonstigen Vorsorgeaufwendungen? Das sind einmal die Krankenversicherung, es ist die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenzusatzversicherungen, die privaten Haftpflichtversicherungen, übrigens auch die Haftpflichtversicherung für dein Auto, es ist die Risikolebensversicherung und die Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn du jetzt diese ganzen Versicherungen hörst und weißt, du kannst maximal 2.800 Euro pro Jahr absetzen, dann wirst du dir wahrscheinlich denken, da kann ich eine ganze Menge nicht absetzen. Und das stimmt leider auch. Das heißt, du kannst maximal von all diesen Versicherungen 2.800 Euro pro Jahr absetzen. Und ganz ehrlich, die meisten Selbstständigen sind allein mit ihrer Krankenversicherung schon deutlich über 2.800 Euro. Das heißt, dieser große Topf und diese ganzen Versicherungen,
sind gedeckelt auf 2.800 Euro. Und wenn du jetzt allein schon für deine Krankenversicherung 5.000 bis 6.000 Euro pro Jahr zahlst, dann kannst du dir ehrlicherweise auch schon die Suche nach dem Nachweis für deine private Kfz-Haftpflichtversicherung sparen, weil mehr als diese 2.800 Euro kannst du sowieso nicht absetzen. Die dritte Kategorie, in die Versicherungen quasi reinzählen können, sind die Altersvorsorgeaufwendungen. Die Altersvorsorgeaufwendungen sind auch ein Teil der Sonderausgaben. Das heißt, auch diese Altersvorsorgeaufwendungen kannst du einmal im Jahr im Rahmen deiner Einkommensteuererklärung steuerlich geltend machen. Da sind die Höchstgrenzen doch deutlich erfreulicher, zumindest aus steuerlicher Sicht. Dann bei den Altersvorsorgeaufwendungen liegt der Maximalbeitrag bei 25.787 Euro, zumindest im Jahr 2021. Und davon kannst du 92% tatsächlich steuerlich geltend machen. Ja, die Berechnung ist relativ kompliziert. Du hast einen Höchstbetrag und einen Prozentsatz und so weiter. Du kannst dir merken, dass du knapp 25.000 Euro an Altersvorsorgeaufwendungen tatsächlich in deiner Einkommensteuererklärung einbringen kannst. Und auch hier gilt übrigens, wenn du verheiratet bist, dann verdoppelt sich dieser Betrag noch einmal. Da hier die Grenze so hoch ist, solltest du wirklich alle Unterlagen zusammensammeln, aus denen hervorgeht, was du für die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt hast, was du für private Rentenversicherungsprodukte bezahlt hast und so weiter. Das heißt, alle Versicherungen, die irgendwie was mit deiner Altersvorsorge zu tun hat, solltest du unbedingt zusammentragen, damit die in deiner Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Die vierte Kategorie an Versicherungen sind die Versicherungen, die du leider steuerlich gar nicht berücksichtigen kannst. Das sind insbesondere Sachversicherungen, die irgendwelche Gegenstände absichern. Vor allem Gegenstände aus dem Privatvermögen. Wenn es Betriebsvermögen ist, dann sind es auch Geschäftsausgaben. Das ist zum Beispiel die Kaskoversicherung für dein privates Auto, das ist die Hausversicherung, das ist die Hausratversicherung, das ist Reiserücktrittsversicherung für Urlaubsreisen, das ist aber auch zum Beispiel eine Fahrradversicherung für das private Fahrrad, aber auch leider kapitalbildende Versicherungen fürs Alter. Das heißt, wenn du eine Lebensversicherung hast, die Kapital aufbaut, dann kannst du die steuerlich auch nicht geltend machen. Ich hoffe, dieses Video hat dir dabei geholfen und so ein bisschen so einen Überblick darüber gegeben, wie du deine Versicherung in der Steuererklärung geltend machen kannst. Wenn du dazu noch eine Frage hast, hast du zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit hast du, wenn du noch nicht unser Mandant bist, dann kommentier doch einfach dieses Video. Und wenn du unser Mandant bist, dann kannst du uns natürlich auch einfach mal anrufen oder du schreibst uns eine Chatnachricht in der Contest-App. Ansonsten würde ich mich aber auch sehr darüber freuen, wenn du uns treu bleibst und den Kanal abonnierst. Das kannst du hier machen. Oder schau dir einfach eins unserer weiteren Videos an, wo wir dir erklären, wie du bestimmte Sachen in der Steuererklärung geltend machen kannst. Die Videos findest du hier oder hier. Die man sich vorstellen kann, in einem Video verfeiert.